Nicht wie jeden letzten Donnerstag im Monat, sondern wegen des gestrigen Feiertags ausnahmsweise heute Freitag auf Sendung. Das bunte Kulturschaufenster aus Günzburg mit Themen aus der Heimat für die Heimat. Und dazu wie immer recht herzlich willkommen. Grüß Gott alle miteinander, auch die Urlauber auf Mallorca oder in sonst irgendwelchen europäischen Gefilden. Astra Digital macht es ja neuerdings möglich. Und was habe ich heute für Sie? Erstens, es lebe das Volkstum. 56. Sudetendeutscher Tag in Augsburg mit dem Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber. Zweitens, erste Karl-May-Festspiele in Fred Reis Western City in Dasing, Kreis Augsburg. Drittens, 8. Gundelfinger-Kutschentage im Kreis Dillingen. Und viertens, 9. internationaler Kammerchor-Wettbewerb in Markt Oberdorf im Ostallgäu. Zum dritten Mal bereits fand in Augsburg der traditionelle Sudetendeutsche Tag statt. Es war insgesamt der 256., der nicht nur an das Heimatrecht des vierten bayerischen Volksstammes erinnert, sondern auch dessen Kultur in vielfältiger Weise hochleben lässt. Ich als gebürtiger Egeländer aus dem schönen Karlsbad schäme mich ein bisschen, dass ich erst heute erstmals dieses Thema in meiner Sendung aufgegriffen habe. Leider gibt es Menschen, denen dieses pfingstliche Bestreben der Versöhnung und Verständigung nicht in den Kram passt. Aber schauen wir uns einmal diesen Benesch an. Er steht nicht nur für die völkerrechtswidrige, brutale Vertreibung unserer Volksgruppe und für die Entrechtung unserer und anderer Volksgruppen. Er hat auch sein eigenes Volk, das tschechische Volk, an die stalinische, an die kommunistische Herrschaft ausgeliefert. Unter dem Motto Vertreibung überwinden, Ausgleich schaffen, hat das schon traditionelle Pfingsttreffen der heimatvertriebenen Sudetendeutschen wieder rund 50.000 Landsleute nach Augsburg gelockt. Sie kamen nicht nur aus der ganzen Bundesrepublik, sondern auch aus dem Ausland, um hier in den Messehallen und auf dem Freigelände ein Wiedersehen mit alten Freunden, Bekannten und Verwandten zu feiern. Breiten Raum nahmen Volks- und Brauchtum in vielen Facetten ein. Dabei zeigte sich zur Freude der alten Generation, dass das alte Kulturgut in der Jugend weiterlebt und gepflegt wird und nicht in der Vergessenheit untergehen muss. Ein Gymnasium wollen sie, Anohomia in Taubenballersbrunn und Bernau. Ein Gymnasium wollen sie, Anohomia in Taubenballersbrunn und Bernau. Geht man Affe über Treppen, sieht man nix wie lauter Deppen, ja in Taubenballersbrunn und Bernau. Geht man Affe über Treppen, sieht man nix wie lauter Deppen, ja in Taubenballersbrunn und Bernau. Fahnenabordnungen der verschiedenen Sudetenregionen dokumentierten das nicht unterzukriegende Volksbewusstsein, die Liebe zur alten Heimat und die Bewahrung ihrer eigenständigen Kultur, aber auch den Willen zur Versöhnung mit Tschechien. Auch heuer hielt der Schirmherr, Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber, die Festrede. Darin bekräftigte er das Heimatrecht der Sudetendeutschen und verlangte erneut die Annullierung der widerrechtlichen Benesch-Dekrete. Sie waren die Grundlage für Massenmord, Plünderung und Vertreibung des heutigen vierten bayerischen Volksstammes. Ich werde stets offen sagen und anmahnen, dass derartige Dekrete nicht in unser gemeinsames Europa passen und dass es das Beste wäre, sie verbindlich aufzuheben. Es wäre wirklich mal schön, meine Damen und Herren, ich muss mir das ja oft anhören, die pathetischen Reden und die nur pathetischen Reden über Europa, vor allen Dingen durch den Außenminister, den Bundeskanzler. Mich würde es auch mal interessieren, dass man die Pathetik etwas verlässt und dann mal auch zu konkreten Dingen Stellung nimmt, wie ich sie gerade angesprochen habe. Ich spreche Sie weiterhin sehr deutlich an. Die Benesch-Dekrete sind eine offene Wunde in Europa.
Das bleibt ein Zukunftsthema in Bayern, in Deutschland und in Europa. Da sage ich an alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, die glauben, das würde sich durch die Zeit erledigen. Das erledigt sich nicht durch die Zeit. Das geht auch weit über die Zeit hinaus, die ich vielleicht Verantwortung trage. Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird immer eine beachtliche Rolle in Deutschland spielen. Davon gehe ich aus. Aufgrund der Größe seines Landes und aufgrund der Stärke. Und wir werden jedenfalls immer, wir werden als ein Land mit 12,5 Millionen Einwohnern, und wir sind größer als viele Länder, die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sind, wir werden immer, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf diesen Punkt hinweisen, denn Recht ist nicht teilbar. Entweder es gelten die Grundrechte, die Grundwertecharta der Europäischen Verfassungsvertrages, dann muss man sich auch mit der Völkerrechtswidrigkeit der Berisch-Dekrete irgendwann einmal ganz konkret auseinandersetzen. Und die Zeit wird kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wird kommen. Zum 25. Geburtstag der Western City in Dasing, Kreis Augsburg, hat sich Besitzer Fred Rey einen alten Jugendtraum erfüllt. Die Realisierung der ersten süddeutschen Karl-May-Festspiele auf dem Gelände seiner vielbesuchten Westernstadt. Am 14. Mai war Premiere. Tags zuvor gab es einen Medientermin mit viel Prominenz aus Show und öffentlichem Leben. Das Patronat hatte Wissenschaftsminister Dr. Thomas Goppel übernommen. Mein Lieblingswitz. Zwei Sachsen begegnen sich. Der eine sagt zum anderen, du, ich habe ein spannendes Buch gelesen. Was hast du gelesen? Ein spannendes Buch, ja, was hast du gelesen? Das war von Karl May. So, von Karl May, was hast du da gelesen? Das Kapital. So, das ist doch von Karl Marx. So, ach, deswegen kommen da keine Indianer drin vor. Das ist einer meiner Lieblingswitze und passt zum heutigen Abend. Viel Spaß uns gemeinsam. Bis 11. September wird 4 Monate lang jeden Samstag und Sonntag die berühmte und bewegende Legende von Karl May über Winnetou und Old Shatterhand auf der extra gebauten 70 Meter breiten Freilichtbühne mit künstlicher Felsenlandschaft wieder aufleben. Der edelmütige Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden wird auch die Mitmenschen unserer Zeit aufs Neue bewegen. Fürs Publikum steht eine überdachte Tribüne für 500 Besucher bereit. Westernboss Fred Rey mimt den Schurken Frederick Santa, der 4 Männer und Winnetous Schwester Ncho Chi erschießt. Den Winnetou spielt Matthias, ein 23-jähriger Augsburger, der seinen Familiennamen geheim hält. Old Shatterhand wird verkörpert von Berufsschauspieler Michael Thomas, seit 17 Jahren mit dieser Rolle auf verschiedenen Karl-May-Bühnen verwachsen. Er zeichnet auch als Regisseur und Dramaturg für die Dasinger Festspiele verantwortlich. Zurück! Oder das Mädchen stirbt. Wir wollen doch diese kleine rote Hexe nicht länger warten lassen. Hier steht Sandra. Halt in der Kaiowas. So hat er im Gegensatz zu den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg den Schwerpunkt nicht so vordergründig auf Action gelegt, sondern mehr auf die Gefühlswelt von Herz, Schmerz, Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Liebe. 40 Berufsschauspieler und Laiendarsteller mit 20 Pferden geben den Aufführungen die richtige Tiefe. Aber ihre Seele wird dich nie verlassen. Mir ist kalt. Und Chochi fühlt den Tau des Mordes. Halt mich fest. Ich liebe. Nein. Nein. Der Gott des Todes hat seine schwarzen Schwingen über den Chochi gebracht.
Sie liebte dich mehr als ihn. Ich habe nie mehr eine Frau so sehr geliebt. Sie denken schon viel zu lange darüber nach, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte besser präsentieren können. Imagefilm, Produktwerbefilm, Messefilm oder Kinowerbung. Spektral TV Film- und Fernsehproduktion. Besuchen Sie uns unter www.spektral.tv. Wir haben die Lösung. Nicht vergessen, www.spektral.tv. Wir haben die Lösung. Kunst, Floristik, Antiquitäten, Wohnaccessoires und dazu exquisites Kaiserporzellan. Petras Interieur in Günzburg. Telefon 08221 27 39 75. Morgen und übermorgen am ersten Rosenmarkt im Schlosshof Leipheim, Kreis Günzburg. In Gundelfingen, Kreis Dillingen fanden die 8. Kutschertage statt. Neben stilvollen Streckenfahrten gab es auch einen großen, imposanten Umzug mit Kutschen, Karren und Karossen. Die Kutschertage des Fahrvereins Gundelfingen standen unter dem Motto Das Pferd als Freizeit- und Arbeitstier früher und heute. Trotz des wenig einladenden Wetters dürften rund 1000 Zuschauer Spalier gestanden haben, als der Festzug an ihnen vorüberging. Daran beteiligt waren fast 50 teils herrschaftlich geschmückte Gespanne der ganzen Schwabenregion. Stilvolle Kutschen, ländliche Fuhrwerke, historische Gespanne, Waggonetten und Chaisen, gezogen von herausgeputzten Pferden. Dabei ist dem Fahrverein stets daran gelegen, dass die Gespanne von hoher Qualität sind und ein korrektes Bild von der einstmals großen Zeit der Kutschen bieten. Noch nie sei das Niveau der teilnehmenden Chöre so hoch gewesen wie beim diesjährigen 9. internationalen Kammerchorwettbewerb im Markt Oberdorf, Kreis Ostallgäu. Zum Abschluss meiner Sendung nun einige Kostproben als Ohrenschmaus. Ich bin mit meiner Sendung, dem bunten Kulturschaufenster, in 4 Wochen wieder für Sie da. Sie wissen ja, wie jeden letzten Donnerstag im Monat. Bis dahin also grüß Gott und auf Wiedersehen. Männer und gemischte Chöre aus 9 Ländern in 4 Kontinenten stellten sich an einem Wochenende dem Leistungsvergleich und bestritten darüber hinaus 20 Konzerte in verschiedenen Allgäuer Orten innerhalb von 5 Tagen. Den hohen internationalen Stellenwert unterstrich die große Zahl von 60 Bewerbungen zu dieser renommierten Veranstaltung. Den ersten Preis in der Leistungsstufe 1, international hervorragend, bekam das schwedische Simon Phipps Vokalensemble Göteborg.